We have not determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex Commandos to world domination. This time I shall reign triumphant! We are closer than ever before. Quickly! Into the vortex! But Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again! Capture him! Uh-oh! Prepare the female bandicoot. So Leute, herzlich willkommen bei Let's Play Crash Bandicoot. Ihr habt es euch gewünscht. Schauen wir kurz noch in den Optionen nach, ob ich irgendwas im Bild einstellen kann oder sowas. Effects Volume, ne. Aber hier auf Stereo will ich. Okay, achso, okay, es ist auf Stereo. Okay. So, ja, ihr habt euch Crash Bandicoot als Let's Play, als Wunsch-Let's Play gewünscht. Ich muss sagen, es ist schon etwas länger her, dass ich das gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht mehr so alles ganz genau. Es wird leider kein 100%, weil ich bin zu unfähig dafür. Ich will aber versuchen, das meiste abzuschließen. Und ich sagte ja, bei dem Ergebnisvideo, es gibt einen kleinen Extra. Und zwar, dieses kleine Extra ist ein Fail-Counter. Es hat zwar jetzt schon jemand in den Kommentar geschrieben, aber das hatte ich schon von vornherein geplant, einen Fail-Counter hier einzuführen wieder. Das werde ich eigentlich so gut wie immer bei... Nein, du startest nichts automatisch. Das werde ich so gut wie immer bei 3D-Jump'n'Runs machen. But Dr. Cortex. Und genau das habe ich jetzt auch vor. Nur irgendwie... Okay, ich muss sagen, warum das so lange lädt, das läuft bei mir auf der PS2. Ja, weil PS1 und TV-Karte, die haben ein bisschen miteinander... Fährt's angefangen. Egal, genug gequatscht. Wir starten direkt durch. Insanity Beach. Oh Gott. Wie war nochmal die Steuerung? Ich hab's voll vergessen. Nein, Chat, warte. Okay, ja, das ist von Naughty Dog auch. Übrigens, das Spiel, die kennen wir ja heutzutage von The Last of Us und Uncharted hauptsächlich. Aber es könnte mal ruhig wieder ein Crash Bandicoot Comeback geben. Okay, mit X schöpfe ich. Ich muss erstmal wieder an die Steuerung rangewöhnen. Und wie gesagt, ich bin zu unfähig. Cool, extra Leben. Das auf 100% zu spielen, aber ich will gucken, dass ich das meiste aus den Levels raushole. Also 100% wäre ja, dass man irgendwie alle Kisten. Okay, drehen ist damit. Weg mit dir, du blöde Killer-Krebs. Und hier habe ich diesen komischen Mumbo Jumbo. Ich habe immer vergessen, wie dieses Vieh heißt. Ich habe dann immer als Kind das Ball immer durcheinander gebracht und habe immer gedacht, der heißt auch Mumbo Jumbo. Und das Geile ist ja. Ist da oben noch was? Nee. Ein Kumpel von mir hat das auch mit mir mal gespielt, dieser Tobias. Wir haben das im Wechsel gespielt, hier den Level. Und das Lustige war da, der heißt tatsächlich, hat er dann gesagt an der Stelle, ey, du hast dein Mumu vergessen. Also ich denke mal, das erste Level läuft noch ganz schön gechillt ab. Murubuga, genau. Sag dir, ich kann Bokan, ich kann Bokan. Irgendwas hat es nochmal mit diesen resoluten Kisten auf sich. Ich weiß, dass man da später auch noch was machen kann mit. Einige zumindest, nicht mit jedem. Oh Gott, ich muss das mal hier voll wieder reinfinden. Das ist bestimmt jetzt locker. Lass mal gefühlt. Schon so 6-7 Jahre Minimum ist es ja, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Deswegen, ich bin eh zu unfähig. Ich gehe ein bisschen vorsichtig vorwärts. Ich werde sowieso noch genug Fails haben. Ah, jetzt bin ich doch im Super Saiyajin-Modus oder sowas, ne? Super Saiyajin-Modus war so Quatsch. Das ist ja wie der Power Saiyajin. Oh Gott, warum bin ich stehen geblieben? Oh Gott, was habe ich gemacht? Ah, hier, oh nein, das hasse ich wieder. Hier gibt es zwei Wege. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich nehmen sollte, welcher der ungefährlichere ist.
Ich gehe einfach mal vor der Lutz hier entlang. Ja, das sieht man ja, dass man das aktivieren muss. Jetzt ist meine Frage, diejenigen, die das zu 100% können, zählt eigentlich zu 100%, dass man diese Kisten, die da diese Plattform darstellen, dass man die auch zerstört? Weil das würde mich mal interessieren, da müsste man ja schon richtige Japaner Ninja Jump Skills haben, um nicht hinabzustürzen. So, das war das erste Level. Jetzt kommen wir gleich die Auswertung. Yumi. Au. Das so viele? Okay. Ja, dann wahrscheinlich zählen die doch dazu, ne? Aber wie macht man das? What the fuck, man? Oh Gott. Egal. Jungle Rollers ist das zweite Level. Das gibt ja echt einen Spaß, ey. Ich bin mir sicher, ihr habt das nur gewählt, dieses Let's Play, um mich zu quälen, oder? Besonders jetzt schon, wenn ich hier gleich wieder sehe, TNT, mache ich wieder Scheiß. Because I'm TNT! Hi. Hallo? Hallo, Glitch? Warum kann ich nicht hüpfen? Da hat er schon gleich geschafft, am Anfang das Spiel zu glitchen, das gibt's ja nicht. Ah, cool, ich bin wieder hier im Supermodus. Also, ja, wen es interessiert, das ist. Ich habe gerade momentan zwei Jump'n'Runs am Laufen. Das ist sehr interessant. Das andere ist ein 2D-Jump'n'Run. Ich kann es euch nur empfehlen, zieht euch auch Battle Block 4 da ein. Sonst wird der ARD zu euch kommen. Oh, fuck! War das jetzt ein Tod? Nein! Das war der erste Fail. Sonst wird der ARD euch heimsuchen. Er macht das dann wie General Zod und ruft I will find him! Oh, den hätte ich beinahe weg in den Jet. Ja, du mich auch, TNT-Kiste. Scheiße, das fing natürlich schon mal super an. Gleich Level 2 und er stirbt, ey. Boah. Jakob, komm her, Ulf, ich mach's gleich alles. Den Satz. Ja! Haben sich diese Stinktiere eben beide selbst umgebracht? What the hell? Don't be an emo. Okay. Wie ist Fliegenfalle? Okay, der hat noch nicht meinen komischen Schaman hier geninjert. Ich hab voll vergessen, wie der heißt, ey. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Gott. Deswegen. Au! Nein! Schon wieder! Dieselbe Stelle, ey. Das gibt's ja nicht. Ich gehe schon Game Over wegen Level 2. Gibt's ja nicht. Kommt's eh gleich wieder. Durch dich und dich vergessen. Durch dich und dich ausgeglichen. Egal. Ich spiel's eh ganz normal durch, aber wenn ich überhaupt vorankomme. Es ist so ungewöhnlich wieder, dass man nur über das Steuerkreuz spielt, weil Analog-Joystick geht nicht. Hatte ja der PS1-Controller nicht. Gleich vorweg. Deswegen liebe ich eigentlich den PS2-Controller. Also von den Sony-Konsolen ist eigentlich die PS2 meine Lieblingskonsole. Ah! Zumal sie ja auch Backward-Compatibility hat. Und weil ich dort Jump'n'Runs wenigstens mit einem Analog-Joystick spielen konnte. Nein! Wenigstens habe ich das vermieden. Oh! Ich will ganz vergessen, hier kann ich ja alles hitten. Oh! Okay, komme ich da hoch irgendwie? Ohne den wegzuninjern? Okay, so geht es auch. Ist da irgendwas? Garantiert nicht. Oh Gott, ich hab so Schiss, ne? Ich weiß, dass da später noch Level kommen, die sind richtig MS-artig. So, jetzt habe ich dieses Wort auch mal eingebaut. Fitzig! Wow! Die sind richtig übel. Scheiße, das war erst der Checkpoint. What? Nein. Spiel, warum denn? Ich will hier nichts unbedingt einmal mit meiner Wirbelattacke wegschnicken, weil ich habe Angst, ich mache irgendwas kaputt, was ich nicht hätte kaputt machen sollen auf die Art und Weise. Das gibt's ja auch mal. Oh Gott! Also ich weiß, dass da später auf jeden Fall Level kommen. Sag mal, hüpfst du jetzt mal auf die Kiste? Ich wusste gar nicht, dass die Gesichter beibleiben. Wohoho, habt ihr diesen nicht vorhandenen Skilljump gesehen? Hey, komm, verarsch mich. Nein, wie? Ich hab dafür meinen Schaman eingebüßt. Ein bisschen. Nein! Was war das denn für ein Ei? Ich wollte den Viecher nur ausweichen. Nein! Hä, wo bin ich? Glitch? Matsch? Oh Mann, ey. Was ein Scheiß. Da habe ich so fleißig hier schön Äpfel eingesammelt und aufgepasst, dass ich nicht sterbe. Ja, super. Jetzt schnicke ich sie alle weg. So viel zum Thema Hit-Gaming angejammelt.
Ja, gut, also für Itza habe ich MS eingebaut. Und was ich noch sagen wollte, schaut euch Battle Black 4 an. Das ist das lustigste. Ey, du bist so ein fickendes Fick-Fick-Vieh. Das ist das lustigste 2D Jump'n'Run, was ich jemals gespielt habe. Zumal die Cutscenes da, der Stamper TV, der quatscht die so kaputt, ey, das ist so lustig. Aber gut, wir sehen uns bei Crash Bandicoot. Nur ich wollte eine Empfehlung aussprechen. Ich habe 2 Jump'n'Runs jetzt als beim Laufen. Das ist ungewünscht. Das letzte Mal, dass ich 2 Jump'n'Runs gleichzeitig hatte. Ich hab's über die drüber geschafft. Wann war denn das? Nein, das schnicke ich jetzt nicht weg. Nein, lass mich in Ruhe. Wann war denn das? 2011, oder? Oh, wirklich. Ich hatte so Schick. Na gut, wenigstens 6 erleben. Warum gibt's eigentlich in diesem Spiel immer nur ein Checkpoint pro Level? Meistens. Ich weiß, es gibt auch manchmal mehrere, aber... ich brüche wirklich nach jedem zweiten Gegner ein. Oh, was habe ich? Oh, Bonusrunde! Wusste ich gar nicht mehr, das stimmt. Die Bonusrunden kamen ja so, wenn man alle Symbole einsammelte. Wie gesagt, es ist nicht mein Ziel, das als 100% Run durchzuspielen, dafür bin ich zu unfähig. Da gibt es andere, die können das besser. Aber ich bin eh froh. Safe Point, 2% complete. What? Your password. Okay, aber das ignoriere ich, weil ich will ohne Passwörter spielen. Das ist lustiger so. Dann ist meine Fehlrate auch schön hoch, ne? Wenn ich dann immer bei. Ich gehe im Overwau und etwas wiederholen muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh! Habe ich Schiss, hier irgendwo zu springen. Wisst ihr, das finde ich richtig scheiße. Mit diesen verfluchten Maya, Stein, Quader, Rollen, Walzen, irgendwas. Ah! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! War das Ziel? Das gibt's nicht! Nein! Jetzt muss ich hier weit. Wow, das war knapp! Jetzt muss ich wieder so weit. Oh, fuck. Ach, oder zählte das, wo ich rauskam bei der Bonusrunde? Okay, 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 wow. Oh, scheiße. Mistvieh, du bist ein Mistvieh, ne? Du bist ein Mistvieh. Oh, Jesus Christ. Wie viele Boxen haben wir verloren? Was? Das heißt, ich habe das Level 100%ig abgeschlossen? Das war überhaupt nicht, was ich vorgehabt hatte. Aber gut. The Great Gate. Ihr seht schon, ey, ich bin so unfähig. Das waren jetzt wie viele Tode? 4, 5, 6? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall achtet auf den Fail-Counter unten. Ach nein, das ist das Level, wo man so hochsteigen muss, gell? Oh Gott. Ich sag schon bei jedem Mal, oh Gott. Ihr seht, ich bin echt zu schlecht für dieses Spiel. Aber das ist so lustig. Weil der 2 zum Beispiel, der ist mir so gut wie gar nicht geläuft. Aber nee, Quatsch, was? Nee, irgendein Teil war mir gar nicht geläuft. Ich weiß gerade nicht, ob... Nee, 2 habe ich auch intensiv gespielt. Der dritte Teil, den kenne ich nicht so gut. Ey, ich sag mal... Oh Mann, ey. Gravitationsfail. Ach, das ist ja 2D gewesen, stimmt. Größtenteils, ne? Oh, ich hatte schon beinahe gedacht, ich habe es nicht mehr zu dem geschafft. Weg mit dir, du blöde Schildkröte. Geh zum Muten Roshi. Aber hier nicht hin. Ah! Diese verdammten Fliegen fallen hier. Was passiert, wenn ich das jetzt wegboxe? Jetzt habe ich mir selber... It's a trap! Okay, ich dachte schon. Das war geil. Das war mal ein schöner Fail. Ich hatte gedacht, ich hätte irgendwie einen Bonus oder so bekommen, weil ich die Kiste weggeschnickt hätte. Dann habe ich zu spät realisiert, ich habe sie gar nicht weggeschnickt. Das war nix. Oh mein Gott, ey. Was ist denn das? Okay. Halt, nein. Da krieg ich doch gleich wieder so eine Krawatte. Ja, wenn schon da. Wenn schon das wie aufgehört hat, ne, mit Let's Plays, muss man ja seine Sprüche mit einbauen. Weg! Weg! Oh, ich wusste gar nicht, dass man die wegknicken kann. Oh Gott, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das denn gemacht? Was ist das für ein Affe? Okay, der ist weg. Ah! Ah! Die wollen alle mich umbringen. Hopp! Gut, das hätten wir. Oh mein Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Hallo?
Ich bin doch kein Japaner, der so springen kann. Hallo. Warte mal, irgendwie geht das hier aber weiter. Sonst wäre das nicht hier. Ach so. Dann sag ihn wieder, ich dich nächstes Mal doch gleich. Dann sag ihn wieder, ich nächstes Mal gleich. So. Hopsa. Nein! Jetzt muss ich wieder neu springen. So. Auf ein neues. Oh, oh, oh. Nein, 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 da oben ist der Checkpoint. Lass mich doch mal wenigstens da hinkommen. Und hopsa. Nein! Das gibt's doch einfach echt nicht. Ich bin echt so unfähig. Okay. Checkpoint abgeschlossen. So. Affe! Schildke... Ach Mist, die hätte ich gebrauchen können, ne? Au! Oh! An die habe ich gar nicht mehr gedacht, dass die hier runterkommen. Oh, lauf! Crash! Oh, cool. Noch ein Bonus. Symbol. Dann wollen wir mal sehen, ob ich es schaffe, auch wieder zum dritten Bonus. Nein, 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 was ist denn... Ach so, die muss man von hinten angreifen, oder? Nein, doch nicht? Hä? Wie wird man die los? Gar nicht? Ach so, doch. Die brauche ich wahrscheinlich später nochmal für irgendwelche Jump-Anlagen, oder? Ich kenne die Entwickler, die sind also gemein. Die ärgern mich bestimmt. Oh, 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 geh weg. Okay, die brauche ich garantiert irgendwo später. Jesus. Oh, Feuer. Auch nicht. Nein, nein, nein. Hier bleiben wir erstmal schön stehen. Get Venus! Oh, wieso ist denn da TNT? Weg, Crash. Okay, da kommt nichts mehr raus. Mama ist kaputt. Mach dich so kaputt. Oh, ach so macht man diese Kisten kaputt. So hätte ich das vorhin auch machen sollen, ja? Bei den Flaschen. Immerhin habe ich ein paar extra Leben. Die werde ich auch bitter nötig haben. So oft wie ich hier noch fehle. Time to new. The Great Gate. Runde 2 quasi. Jesus, Macaroni Christ. Lauf! Moment, hat es geheißen, da wäre noch ein Bonus gewesen? Keine Ahnung. Okay, und au, 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 au. Das war schmerzhaft. Na, ich geb die rote Kette. V-Spiel! Ja gut. Sag ich mal, ne? Boulders, oh Gott. Das ist so ein Level, wo man wegrennen muss, gell? Ja. Nein, nur alles nur nicht so ein Level, bitte. Alles nur nicht so ein Level. Ich will wieder raus, ich will wieder raus. Ich nehme noch diese Äpfel mit. Hallo. Ich hätte gerne ein Passwort, um dieses Level zu überspringen. Scheiße, nein, nein. Okay, Indiana Jones Style. Meine Fresse. Das wird noch bös ausgehen. Seht es eigentlich, wenn dieser Bowler irgendwelche Kisten kaputt macht, auch als ob ich sie zerstört hätte? Okay, bisher geht's ja. Oh Gott. Jetzt kommen Hindernisse. Hätte ich doch bloß meine Klappe gehalten. Der Bowler macht gar keine kaputt. Hätte ich doch gecheatet. Oh Gott. Das war etwas sehr knapp. Huh, ich hab's immerhin schon zum Checkpoint geschafft. Checkpoint, Charlie. Nein, was? Jesus! Wäre ich im falschen Winkel gesprungen? Wäre es not supposed to be gewesen, ne? Oh Gott! Also Dorothy ging immer den gelben Weg entlang, wir gehen immer den Äpfel entgegen. Crash, wir sind doch nicht mehr in Kansas, Alter! Das war, was war denn das für ein... Kunst-Jump. Ich höre Ziel, ich höre Ziel. Gut. Ich bin so froh, dass ich durchgekommen bin. Great, but you missed. Bap, bap, bap. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass Crash da hinten drauf so komisch guckt. Die hat bestimmt irgendwelche Hirnschädigungen abbekommen, als sie dieses Passfoto von ihm gemacht haben.